können 4 Minuten einhergehen. Nächster Redner, Erwin Breiner von der SPÖ. Sehr geehrte Frau Präsidentin des Rechnungshofes, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich beziehe mich in meine Ausführungen auf den Rechnungshofbericht zur Erstellung des grünen Berichtes für den Berichtszeitraum 2010 bis 2014. Ich bedanke mich diesbezüglich sehr herzlich bei allen Landwirten, die ihre Buchführungsunterlagen diesbezüglich zur Verfügung gestellt haben, bei den Beamten des Ministeriums und vor allem auch bei den Beamten des Rechnungshofs für den fundierten Bericht. Viel mehr Positives ist leider nicht zu sagen. Der Rechnungshof hat 21 Empfehlungen an das Ministerium gerichtet. Ich denke, bis dato ist kaum eine einzige davon umgesetzt. Ich möchte mich nun auf einige wesentliche Bereiche des Rechnungshofsberichts beziehen. Die Erstellung des Berichtes kostete für den Berichtszeitraum 2010 bis 2014 circa 12,5 Millionen Euro. Des Weiteren ist seit dem Jahr 2010 nur eine eingeschränkte Betriebspalette für die Erstellung des grünen Berichtes herangezogen worden, nämlich die Betriebe zwischen einem Umsatz von 8.000 bis 350.000 Euro. Das heißt, circa 60% der landwirtschaftlichen Betriebe. Heißt aber zugleich auch, dass wir keinen hundertprozentigen Überblick über die Entwicklung, auch über die Einkommensverhältnisse der Landwirtschaft in Österreich haben. Auch deshalb nicht, weil die Methodik und auch die Datenerfassung durch das Ministerium und durch die LBG nicht der Methodik und Datenerfassung der übrigen EU-Länder gleicht. Das heißt, die Zahlen, Daten und Fakten sind nicht eins zu eins mit den entsprechenden Statistiken der übrigen EU-Staaten vergleichbar. Auch durch zu viele Zuständigkeiten kam es zu einer sehr hohen Kostenerhöhung bei der Erstellung des grünen Berichtes. Der Rechnungshof hat aber auch hier klar kritisiert die Vergabe- und Ausschreibepraxis durch das Landwirtschaftsministerium. Es kam zwar zu einer EU-weiten Ausschreibung, aber zu keinem Wettbewerb, auch deshalb nicht, weil zu spät vom Ministerium ausgeschrieben wurde und daher auch keine Mitbewerber hier sich an der Ausschreibung beteiligt haben. Ich erlaube mir hier wörtlich aus dem Bericht zu zitieren: Das Ministerium erzielte trotz der EU-weit ausgeschriebenen Vergaben der Buchführungsarbeiten keinen Wettbewerb, weil stets immer nur ein und dasselbe Wirtschaftstreuhandunternehmen, nämlich die LBG, als einziger zugelassener Bieter bei dem Vergabeverfahren zum Zuge kam und diesen oder einen ähnlichen Auftrag bereits seit mehr als, und das ist kein freudscher Versprecher, 55 Jahren erhielt. Die Frage stellt sich natürlich, ist diese Vergabepraxis überhaupt noch gesetzeskonform? Also ich denke nicht, diese Vergabepraxis gleicht im Prinzip einem Staat im Staat. Auch hat der Rechnungshof festgestellt, dass Protokolle der Anbotseröffnung und der Prüfung der Anbote fehlen, einfach nicht vorhanden sind. Des Weiteren kritisiert der Rechnungshof sehr stark, dass das Ministerium an die LBG Zusatzleistungen vergab, die keine gesetzliche Grundlage haben, beziehungsweise hat die LBG sogar auch Prämien an Betriebe ausbezahlt. Auch dafür gibt es keine gesetzliche Grundlage. Und eines noch zum Schluss, die Erstellung des Berichtes für einen Betrieb pro Jahr kostet in Österreich ca. 1.300 Euro, zwei vergleichbare Zahlen, in Schweden zwischen 200 und 300 Euro und in Deutschland 326 Euro. Also hier auch eine sehr eklatante Kostenerhöhung im internationalen Vergleich. Wir wissen, wer die politische Verantwortung trägt. Seit über 3 Jahrzehnten hat die ÖVP das Landwirtschaftsministerium besetzt. Ich denke, es kommt hier zu einer Vergeudung von Steuergeldern. Und es ist höchste Zeit, dass hier saure Sümpfe und Wiesen trockengelegt werden. Ich fordere daher in Zukunft einfach mehr Transparenz. Auch fordere ich, dass sich die Ministerien an die bestehenden Gesetze und Regulative halten. Und zum Schluss, dass ersuchen die Forderung an Sie, Frau Rechnungshofpräsidentin, eine Follow-up-Prüfung zu dem vorgelegten Bericht zu stellen. Ich hoffe, dass wir darüber auch noch debattieren können in einer der nächsten Sitzungen. Dankeschön. Noch keine der 21 Empfehlungen des Rechnungshofes wurden bislang umgesetzt, vermutet SPÖ-Landwirtschaftssprecher Erwin Breiner. Er fordert für die Zukunft mehr Transparenz und eine Follow-up-Prüfung durch den Rechnungshof.